die goldenen Lamm. Alle kommen zusammen, alle kommen zusammen. Jeder Buh will heut an Zwölfer hauen. Jeder nimmt sich zusammen, jeder nimmt sich zusammen. Frei wir grün die Schützen und ihm mal einen Kuss. Achtung, unser Bürgermeister tut den nächsten Schuss. Schützenliese, dreimal hat's gekracht. Schützenliese, du hast mir das Glück gebracht. Ja, Schützenliese, dafür dank ich dir. Jetzt bin ich der Schützenkönig. Lässt. Denk ich an das Schützenfest. Wenn die Stimmung dann am höchsten ist, drin im goldenen Lamm, drin im goldenen Lamm. Wenn mein Liesel dann an anderen küsst, hau ich Ollas zusammen, hau ich Ollas zusammen. Aus ist mitten frei, wir schreit, er wird uns laut ins Boot. Und noch beim Nachhause wanken, singen wir im Chor. Schützenliese, dreimal hat's gekracht. Schützenliese, du hast mir das Glück gebracht. Jetzt bin ich der Schützenkönig und du bleibst bei mir. Ja, immer wenn du dich jetzt küssen lässt, denk ich an das Schützen. Franzl Lang, der ungekrönte König der Jodler. Franzl, ich freue mich, dass du in meinem ersten Musikantenstadl zu Gast bist. Schau mal, warst du ja, ich bedanke mich sehr für die Einladung. Normalerweise im Ring mit Hund eigentlich ganz gern, aber der schaut anders nach. Warst du? Schau noch, das ist warst der die, König. Schau mich, du bist ja, schau noch, ja. So ein schöner Hund. Wie es hell. Wie du, Herrle, runtergriffst. Ja. Franzl, du hast mit deiner Jodelkunst praktisch die ganze Welt erobert, die ganze Welt eigentlich. Ich war auf alle Erdteile zum Jodeln, nur ein Erdteil geht mir noch ab und das ist Australien. Wieso das? Ja, die haben sich nicht gemeldet bei mir. Vielleicht kommt noch mal einer, nicht? Ja, das kann auch nicht weiter. Gut, du warst ja auch in Japan, habe ich gehört. In Japan war ich auch, ja. Natürlich. In Japan hat es mir sehr gut gefallen. Die haben dann anschließend gleich eine Jodelschule eröffnet. Ah, da schau her. Wenn er das sagt, das war eine Riesengaudi. Die haben natürlich auch Skifahrer, gell, und den Bergsteigen und so weiter. Und da haben sie jetzt das Jodeln gehört und da haben sie die richtige Jodelschule da gibt's eröffnet. Das. Ja. Und da gibt es sogar einen, der heißt Ishi Takeo, der singt ja, wie heißt der? Ja, frag mich nicht nur mehr, das ist so schwer. Ishi Takeo heißt der Mann. Aha. Ja, und das ist ein echter Japaner, ein Schlitzauger, der geht so ein Lieber. Und der singt einen Appenzeller genauso wie ich, mit dem Dialekt, mit dem Text und genauso wie ich auch singe, so singt der auch. Jetzt sag mal, weil du sagst Jodelschule. Ja. Ich meine, Jodelschule, was muss man da lernen? Ja, Jodelschule ist selber ein bisschen schwer zu sagen. Also Jodeln ist in der Hauptsache eine Naturbegabung. Das ist ein Aneinanderschlagen der Stimmbänder. Versteht? Soll ich das sagen? Sag mal. Und muss man im Mund. Und dann tut es irgendwann einmal den Schnackler, weißt du schon. Aha, ne? Könnte es bei mir auch mal schnackeln? Ja, schon vielleicht. Ja, und dann kommt es auf die Mundstellung auch irgendwie? Auf die Mundstellung. Ich habe halt meistens einen hohen Stellung, so? Damit ich gleich trinken kann, weißt du. Ach so, ja. Mein Gott. Ja.
Ja, sag einmal, warum hast du denn dein Weste eigentlich mitgebracht? Ja, also, weißt du, jetzt bin ich ein bisschen verlegen, weil einen König zu bitten, meinem Dackels Jodeln beizubringen, ich weiß nicht. Ja, probieren kann man so einmal, he, ja. Weißt du? Ja, wir sind einmal die Grundstellung. Die Grundstellung, die Grundstellung, tu einmal, weißt du, die Grundstellung ein bisschen. So, ja. Ja, hoch, jetzt nochmal. Ja, jetzt. Hey. Bravo! Und weißt, ich darf dir eines verraten. Kennst du sein Lieblingslied? Allerdings, ja, das sind ja noch Noten. Das sind ja noch Noten. Ja, okay, das ist der Erzherzog Johann Jodler. So. Kanzler, jetzt sag einmal, du bist ja so viel auf der Bühne. Ja. Wenn du mal jetzt fällt dir mal die Anlage aus oder sonst irgendwas, was machst du? So wie jetzt zum Beispiel, wenn wir gar nichts haben, nicht? Jetzt haben wir überhaupt nichts. Da habe ich mein eigenes Schlagzeug dabei. Hörst du das? Der Freilicher ist. So, nicht, dass es. Nein. Ja, ja. Ja. Und da fange ich noch dazu das Jodeln an. Das klingt dann voll. Da muss ich das mal zeigen. Der Freilicher. Gut. Du kannst das ja schon. Ja, freilich. Jetzt musst du mit. Appenzeller Jodelmusikant, er ist bekannt im ganzen Land. Der Appenzeller Jodelmusikant, der übt den ganzen Tag nur seinen Jodlerschlag. Der gute Schweizer Mann, der mekoniere cool, der fängt was Jodeln an und schon läuft Milli zu. Bei so einem Schweizer Mann, da klopfen alle doch drei, vier, fünf, sechs Mädel noch, bloß zwingst der Jodler, ei, 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 ei. Der Appenzeller Jodelmusikant, der ist bekannt im ganzen Land. Der Appenzeller Jodelmusikant, der übt den ganzen Tag nur seinen Jodlerschlag. Hola,